Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr bei Produktfotos so eine schöne Spiegelung hier unten drunter erstellen könnt. Und das funktioniert mit nur wenigen Schritten und geht eben sehr schnell. Zuallererst diese Spiegelung, die ist eben typisch für diese Produktfotos. Das sieht dann hier so aus, wie zum Beispiel hier oder hier unten drunter. Man kann das Ganze natürlich auch zum Beispiel hier mit einem Text machen, was ich dann auch noch gleich zeige. Aber zumindest hier diese seitlichen Aufnahmen eignen sich eben perfekt dafür. Und damit geht es eben wirklich ganz schnell. Fangen wir an. Zuallererst brauchen wir natürlich unser Ausgangsbild. Sofern euer Text oder euer Produkt oder was auch immer schön freigestellt ist, könnt ihr direkt loslegen. Hier mein Fall ist zum Beispiel das Ganze auf einen weißen Hintergrund. Somit muss ich erstmal hier unten diese unterste Kante schön freistellen, quasi dass mein Bild nicht mehr hier auf weiß steht, sondern ganz unten direkt am Rand steht. Dazu ziehe ich mir hier erstmal eine neue Hilfslinie direkt hier an diesen Rand hin und dann nehme ich hier mein Freistellungswerkzeug und schneide mir mein Bild zurecht, genau auf diese Kante hier. Kann dann wieder die Hilfslinie ausblenden, das ist Steuerung und das Komma. Und nun habe ich hier perfekt, dass mein Bild quasi hier mit diesem Rand abschließt. Und nun im nächsten Schritt vergrößere ich wieder meine Arbeitsfläche. Dazu gehe ich auf Bild, Arbeitsfläche und hier wähle ich mir den oberen Anker an, quasi dass es von oben herab vergrößert. Und zwar gebe ich hier einfach mal so pauschal 100 Pixel dazu. Das ist quasi an diese Größe von meiner Spiegelung. So heißen, je nachdem, ob ihr eine größere oder kleinere Spiegelung haben wollt, müsst ihr diesen Bereich natürlich größer oder kleiner machen. Anschließend fülle ich diesen Bereich nun wieder mit Weiß und zwar auf einer neuen Ebene. Das sieht dann so aus. Und nun kann ich hier meine Ebene anwählen, wo mein Bild drauf ist. Drückt dann Steuerung J. Beziehungsweise schiebt das Ganze hier auf das neue Ebenensymbol, sodass ich erstmal eine Kopie habe. Nun Steuerung T, beziehungsweise Bild und dann, bearbeiten, frei transformieren. Machen Rechtsklick auf mein Bild, gehe auf vertikal spiegeln und ziehe das Ganze hier mit der gedrückten Shift-Taste nach unten, sodass es sich hier richtig schön anhakt. Und das ist jetzt eben auch der Hintergrund, wieso hier beim Ausgangsbild unten kein Weiß dran sein darf, denn ansonsten sind diese Kanten hier nicht perfekt aufeinander. Und nun habe ich schon mal meine Ausgangssituation. Jetzt muss ich bloß noch hier diesen Verlauf reinbringen und ein bisschen die Deckkraft runterschrauben. Ich könnte mir jetzt hier einfach eine Ebenenmaske erstellen, mir einen weichen Pinsel nehmen, schwarz in den Vordergrund und dann hier auch wieder mit gedrückter Shift-Taste drüber malen und schon wäre ich fertig. Aber ich mag das hier mit dem Pinsel nicht so gern, weil es ist relativ ungenau. Man weiß gar nicht, wie groß ist es hier überhaupt, ist man immer schön gerade und so weiter. Von daher haue ich die Ebenenmaske wieder raus und zeige eine andere Möglichkeit. Und zwar gehen wir hier in den Maskierungsmodus. Dann wechselt automatisch schwarz in den Vordergrund, weiß in den Hintergrund, das brauchen wir. Dann wählen wir hier unser Verlaufswerkzeug und nun erstellen wir hier einen Verlauf und zwar von Anfang bis Ende unserer Spiegelung. Sprich, ich möchte direkt von hier unten den Anfang meiner Spiegelung haben bis hier zu dieser Stelle und dann kann ich auch wieder Shift gedrückt halten, sodass das hier so richtig schön einhakt und ein schöner gerader Verlauf wird. Das Rot ist ganz normal, das ist eben im Maskierungsmodus. Wir beenden wieder den Maskierungsmodus und haben dann eine Auswahl. Und zwar keine harte Kante, sondern einen schönen weichen Verlauf, was man hier natürlich erstmal nicht so richtig sieht. Aber sobald ich hier eine Ebenenmaske erstelle, sehe ich habe hier so einen richtig schönen weichen Verlauf, eben wie ich hier mit meinem Verlaufswerkzeug gerade gemacht habe. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, wäre hier die Deckkraft ein bisschen runterstellen, zum Beispiel so auf 50%. Und schon habe ich hier meine Spiegelung erstellt. So einfach geht's und ich wäre fertig. Ich zeige das Ganze auch nochmal hier am Text.
Also, wir brauchen zuallererst ein schönes freigestelltes Objekt. Das passt hier natürlich beim Text optimal. Da können wir direkt mit der Kopie der Ebene beginnen. Danach können wir die Ebene frei transformieren, vertikal spiegeln und das Ganze hier an die untere Kante runtersetzen. Ruhig auch so mit ein bisschen Abstand arbeiten, damit man denkt, dass der Text leicht schwebt. Maskierungsmodus, Verlauf, ich möchte es hier zum Beispiel von der Hälfte des Textes bis hier oben hin haben. Maskierungsmodus beenden und hier eine Ebenenmaske erstellen sowie die Deckkraft runterschrauben. So einfach geht es. Eigentlich nur ein paar Sekunden Arbeit, wenn man den Workflow soweit drauf hat. Und schon hat man hier eine Spiegelung erstellt, beziehungsweise hier auch für Produktfotos. Wenn man ein dreidimensionales Objekt hat, was bis in den Raum reingeht, dann ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Dazu mache ich kein extra Tutorial, aber ich verlinke in der Videobeschreibung dieses Tutorial hier vom Gabo Richter. Da sieht man, er macht eine Spiegelung bei so dreidimensionalen Objekten, die bis in den Raum reingehen, wo das Ganze ein bisschen komplizierter ist, aber er erklärt es super und findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Spiegelung bei Produktfotos und Text. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial etwas beibringen. Bis dann, tschö.